So, herzlich willkommen zu Flaschen verschieben. Herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator. Gib mir kurze Sekunde. Nein. Verdammt. Jetzt bin ich komplett weg. Ah. Genau. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Falsches Fenster. Nein, stopp, halt, aus, Ende. Ah, geht da gut los hier. Weg mit dir. Halt, weg. Ja. Ich muss erstmal das richtige Fenster wechseln. Ah, verdammt. So viel Action. Oh mein Gott. Wo sind meine Aufnahmen? Recordings, dies, das, Ananas. Da haben wir es. Okay. Aufnahme läuft. So. Auto läuft auch. Na, sieht so aus. Ja, okay, Aufnahme, Audio läuft. Okay, ja, ETS2 und so. Wo waren wir eigentlich gerade? Genau, wir sind gerade dabei, um rumzufahren. Irgendwie so, I don't know. Die Frage ist, wollen wir jetzt hier die ganze Zeit überall rumfahren? Ich würde schon gerne mal, wir gucken mal am besten, verkäufliche Garagen. Verdammt. Da wollte ich hinklicken. Da oben gibt welche. Hier ist sonst aber gar nichts. Ne, ist mir zu abgeschieden. Hier gibt es ein bisschen was. Da könnte man... Warte mal kurz. Was haben wir hier? Das brauchen wir. Und wir brauchen... Ja, eigentlich so die beiden Sachen. Achso, eine Untertankstelle vielleicht noch. Okay, dann ist es das hier. Guck mal, wenn ich versuche, auf die Tankstelle raufzuklicken, passiert nämlich gar nichts. Das heißt stattdessen, wenn hier eine Karte wäre an der Stelle, das bedeutet, dass ich dort stattdessen Wegepunkt setze wahrscheinlich oder irgendwie so. Kann das sein? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall Tankstelle brauchen wir. So. Okay, dann können wir mal gucken. Ne, genau, klar. Ja, ich schon wieder. Eben, Schlafplatz ist ja überall. Schlafplatz ist ja direkt bei der Tankstelle. So, hier haben wir zumindest eine Tankstelle. Ja, also hier ist definitiv am meisten. Hier ist doch direkt eine Werkstatt in der Nähe. Dann würde ich tatsächlich mal die Route zurücksetzen. Und ich glaube, dann gucken wir uns mal diese Garage an. Und dann schauen wir mal, ob wir uns die Garage nicht einfach holen. Das klingt doch nach einem Plan. Ich meine, alternativ. Können wir natürlich auch gucken. Das hier ist mir zu abgelegen. Ich führe nur so komische hässliche Straße hin. Hier wäre auch noch was. Hier könnte man es auch mal gucken. Ob man nicht lieber hier oben hingeht. Weil hier kommen wir nur relativ günstig mit Fähren hin. Hier eine Werkstatt oder hier eine Werkstatt? Das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, das hier sieht von der Anbindung her zumindest schon mal gut aus. Hier geht direkt eine Autobahn runter. Und die geht doch hier bis aufs Festland drauf. Ne? Also von der Anbindung her wäre der Ort tatsächlich besser. Dann gucken wir doch mal. Guck mal, hier ist sogar noch eine, die etwas näher dran ist. Auch direkt mit der Tankstelle in der Nähe. Ja, ich glaube, dann wäre das doch das genau hier. Das heißt, das hier wäre sogar noch besser als das da oben. Ah, mal kurz, wo können wir denn jetzt überall
Wenn wir jetzt einen Auflieger holen, Auflieger-Händler, wo ist denn der Auflieger-Händler? Da. Dänemark, Finnland, Deutschland? Deutschland kann man, hä? Man kann seit neuestem die Dinger auch in, hä? Okay, das hat sich geändert. Wow. Da kamen ein paar Länder hinzu. Deutschland war nämlich früher nicht mit in der Liste drin. Da wollen wir ja gar nicht so sehr nach oben gehen. Die Frage ist, warum wir jetzt überall Garagen? Vor allem Deutschland, also in Deutschland will ich keine Garage haben. Deutschland, also solange wie sie die Map nicht überarbeiten. Und Deutschland so scheiße aussieht, wie es aussieht, also die die Autobahn davon, können wir gestohlen bleiben. So. Problem ist mit meinen Geografiekenntnissen, ich weiß überhaupt nicht, wo welche von diesen Ländern überhaupt liegt. So. Scheiß jemand dran. Okay, hat mal so ein bisschen Übersicht, ne? Genau, das sind hier oben Norwegen, Schweden und Finnland. Das sind die, die früher auch drin waren. Dänemark, glaube ich, auch. Die waren schon immer, die vier. Das sind die, die auch früher schon waren. Quasi alles ab dieser Grenze hier. Aber hier kam jetzt auch noch welche hinzu. Das heißt, Norwegen, Schweden und Finnland waren schon immer. Das heißt Portugal, Spanien oder Niederlande? Wären das denn ja, ne? Portugal, Niederlande oder Schweden? Wo liegen die Dinger genau? Gibt's die überhaupt? Ich sehe die gerade gar nicht. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Merkt man bestimmt überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben. Das funktioniert so nicht. Da habe ich keine Chance. Wie schön, dass man aus dem Spiel nicht raustaben kann. Sehr geil. Ich kann also nicht mal nebenbei einfach einen Texteditor aufmachen. Ist das behindert oder was? Ja, da kommt Freude auf. Gut, gucken wir erstmal, wo wir Garagen haben. Der Garagenmanager. Ist das zum Glück die G-Taste? Wenigstens das weiß ich. Ja, wir haben bloß hier unten zwei. Dann würde ich also doch mal gucken, ob wir hier irgendwo in Finnland. Das Schöne ist halt, Finnland ist relativ weit weg. So können wir relativ groß die Tarkarte abdecken. Das heißt, wenn wir mit den Garagen möglichst großes Netz aufspannen wollen, oh, hinten ist Portugal. Dann wäre das sogar relativ sinnvoll, hier oben Garagen zu haben. Oder halt in Norwegen, aber Norwegen ist halt so schlecht von der Strecke her. Ach Leute, ich wüsste ohne. Gut, das heißt, wir versuchen.
Warum kann man nicht mehrere Sachen gleichzeitig aufrufen? Das ist so dumm. Verdammt. Wie soll man denn so sinnvoll irgendwelche Entscheidungen treffen können, wenn man ständig zwischen den Seiten wechseln muss? Auflieger-Händler. Gut. Jetzt leck mich mal am Arsch. Jetzt räume ich mir die Scheiße einfach auf. Weil es mir gerade zu dumm wird. So. Also Spanien fällt garantiert raus, weil Spanien liegt ganz weit im Westen. Finnland ist oben. Ach, schreib mir einfach mal auf. Natürlich muss jetzt der Stift seinen Geist aufgeben, das war sehr klar. Was nehmen wir denn am besten? So. Das sind die Länder, wo wir überall die Hänger haben können. Ich hoffe, es sind doch überall die gleichen Länder, aber es sieht so aus. Ja, okay. So, das heißt, weg da. Ich finde mal kurz. So, und jetzt müssen wir mal gucken, in welchen... wo hier was ist. Ich hätte mir schon gerne etwas hier möglichst zentral. Da wären zum Beispiel die Niederlande. Aber die Niederlande ist auch schon so ziemlich das Einzige, was hier in der Nähe wäre. Ansonsten haben wir hier halt Portugal und Spanien. Aber das sind die beiden Orte, wo die Performance so super niedrig ist. Wäre trotzdem eine Option, da irgendwann mal Garagen zu haben. Ansonsten haben wir hier hinten aber gar nichts. Außer halt Finnland. Ich glaube, wir bleiben bei Schweden. Schweden ist gut. Kann ich da eigentlich Schnellreisen hinmachen? Ja, ne? Müsste funktionieren, genau. Bei Göteborg und Löppingen. Und das hier müsste das sein, wo was so gut aussah, ne? So, Stadtname. Genau, das war das Ding, was hier so gut aussah. Ja, dann machen wir doch das. Ich bin verwirrt. So. Schnellreise gibt's hier nicht, gibt's da. Göteborg. Schnellreise. Ja. So, dann müssen wir eigentlich direkt genau hier hinten stehen und hier haben wir unsere Garage. Sehr geil. Gut, dann... okay, wir fahren los. Da geht's raus. Und das Schöne ist nämlich, wenn wir jetzt nämlich von hier aus... rechts abbiegen. Achso, du kannst mich zurücksetzen. Wenn wir von hier aus irgendwo hin wollen... okay, über die Fähre geht es natürlich auch, aber wir haben halt immer hier den Weg über die Autobahn als Möglichkeit. Das ist halt schon sehr praktisch.
Also war es gerade Zeit rum, ne? Egal. Dann machen wir eine kleine Stadtrundfahrt. Achso, dann geht's gar nicht drauf. Bei der Brücke, da müssen wir eigentlich langfahren. Ah ja, gut. Oh, sieht aber schön hier aus, ne? Schönes kleines Städtchen. So, wir müssen 1 Grad weiter und dann müssten wir schon bald bei der Tanke sein. Garage. Sehr geil. So, 1 weiter noch. Und da ist ja auch schon die schöne Garage direkt neben der Mülldeponie. Sehr geil. Ja. I want to buy this shit. So, müssen wir mal gucken. Oh, die haben Post. Der Post? Ach ja, aber jetzt kann ich Garagen kaufen, wo ich möchte, ne? Genau, aber jetzt kann ich Garagen kaufen, wo ich möchte. Hm. Können wir uns mal hinten schon mal eine kaufen? Nee, lieber nicht. LKW-Händler? Nee, LKW, was will ich jetzt? Doch, LKW-Händler, genau. Dann würde ich nämlich auch das hier oben zu unserer Stammgarage machen. Weil dort können wir den ganzen super duper Langauflieger parken. Versteht ihr, wie ich meine? Aber hier halt auch schon geile. Hier, und Reimit ist ja auch schon ganz cool. Bleibt das da unten unsere Stammgarage oder machen wir lieber hier oben unsere Stammgarage? Schwer zu entscheiden. Ich glaube mal, wir machen mal oben unsere Stammgarage. Das heißt, LKW-Manager. Also, war ja schon. Der hier muss dann leider umziehen, Standort ändern, nach da oben. Bam. So, jetzt müssen wir uns ändern. Das haben meine Lehrer auch immer gesagt. Standort ändern. Ab nach da oben. So, jetzt haben wir wieder unseren Auflieger, unseren LKW. Und den müssen wir jetzt auch noch ändern. Yeah. Cool. So, und jetzt können wir nämlich Auflieger. Ah, wir machen mal lieber fresh from the start. Ausführung ändern. So, wir brauchen. Finnland? Also doch Finnland? Wo ist jetzt schon wieder Finnland? Oh mein Gott. Ja. Finnland war das Ding ganz um rechts, ne? Oh, scheiße, die Wand dann. Hm.
Ja, Finnland war es da oben. Ach, leck mich doch. Okay. Was war der letzte von vorhin? Wieso haben wir so viele Spielstände hier? Was ist das jetzt zwischen den beiden? Mal gucken. Also der ist von 40, also 11.40 Uhr. Na stimmt, weil wir da schon eine Weile rumgefahren sind. Kann ich also gleich den 37er nehmen. Junge, du 31er, du. Oder fahren wir gerade eine Mission? Nee, ne? Ne, genau. Genau, hier ist auch frei wie der Wind. Das heißt, hier haben wir auch gerade keine Mission mehr. Okay. Was war denn der Speicherstand, wo wir die letzte Mission gerade abgeschlossen hatten? Und das hier? Es ist ziemlich ein Unterschied dazwischen. Okay. Ne, da sind wir noch in der Mission. Gut, dann nehmen wir also doch den 37er Spielstand. Na gut, andererseits sind wir hier fast da. Wo geht's denn hier hin? Achso, da. Okay. Der Schnieke. Biege nach rechts ab. Ja. So. Ja. Okay. Jetzt erstmal Schnellreise. Wir müssen nach Finnland. In Finnland haben wir nur den Punkt hier. Da machen wir Schnellreise. Jo. Und dann gucken wir uns mal da, wo wir da eine schöne Garage finden. Wir müssen auf jeden Fall in Finnland bleiben. Dann wird das aber auf jeden Fall nicht unsere Stammgarage, weil macht keinen Sinn. So weit abgelegen. Nein, ich wollte Map. So. Na, ist mir ein bisschen zu abgelegen. Achso, genau, wir hatten ja hier schon eine rausgesucht. Das war die hier. Dann nehmen wir die. Das war die, die gut war, ne? Ja, genau. Okay. Lass uns loslegen. Du gehst hier raus, da geht's da raus, ja. Erstmal direkt mal pennen gehen. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Hier ist rechts ab. Aber hier auch schon eine schöne Gegend ist, ne? Wobei ganz Finnland ja ganz geil aussieht. Also schön aussieht. Achso, muss ich natürlich wieder aufpassen. Ich fahre gerade ohne Auflieger, das heißt, ruckartig bremsen ist gefährlich. Demnächst rechts abbiegen. Oh, ein Zug. Biege nach rechts ab. Links abbiegen.
Biege nach links ab. Ja, da haben wir die ganze Folge hier gerade gar nichts geschafft, Alter. Wow. Na, dann werden wir hoffentlich in der nächsten Folge dazu kommen, die Garage zu kaufen. In wie auch immer der Ort da heißt, wo wir da Dinge gekauft haben. Ich habe keine Ahnung. Oh, da steht ein Zug einfach so rum, wie geil. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Zug einfach rumstehen kann. Wie cool ist das denn? Oh, er fährt. War da hinten erstmal noch ein Zug oder was? Weil die Züge können tatsächlich auch richtig warten. Das heißt, wenn die Strecke hier belegt ist, wie echte Züge, da warten Züge tatsächlich. Hier gibt also richtig so Streckenabschnitte. Und genau, die Züge warten immer, bis ihr Streckenabschnitt frei ist. Und das scheint hier bei dem Zug gerade gewesen zu sein. Cool. Ist ja richtig geil. Na gut. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wie halt immer noch im 12. Gang einfach so anzieht. Ja, es ist halt komplett ohne Last, ne? Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Bitte links halten. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, vielleicht kann ich aber gucken. So, dann haben wir 380.000. Da kriegen wir locker eine Garage für. Und dann haben wir 200.000 Euro für einen Auflieger. Ich glaube, wir bekommen auch diesen super Auflieger für 200.000. Ich weiß nicht, wie teuer der wird.
Aber so die Grundausstattung war schon 140.000 oder so. Hoffentlich passt das. Ja, schon fängt an nach auszubrechen. Halt. Ach, nach Lati. Komm wieder fast mal her. Der war doch früher nicht da. Hier ist ja die Garage. Oh, schon grün ist hier auch. Sehr geil. Hier endet es. Warte mal, stehe ich hier. Stopp aus. Ja. Muhahaha. Ja, hat so eine schöne Gegend. Überall Bäume. Hat schon was. Mitten im Grün. Sehr geil. Ich kenne mich mit Finnland nicht aus, aber allgemein so diese, der nördliche Bereich scheint wohl ganz schön grün zu sein, gell? So, jetzt müssen wir aber erstmal kurz hier nochmal alles machen. Beziehungsweise, wir machen erstmal Folgenpause. So, oder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann anfangen, die Garage einzurichten und den Auflieger zu holen. Bis dann.